Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf dem Jägerhof. Ja, ich möchte euch heute den Steyr Multi 4115 Ecotronic vorstellen vom Buzzard. Richtig, richtig geiles Teil. Ohne Scherz, es ist wirklich ein super, super Gerät. Erstmal dickes Lob an die Beschreibung auf Modhoster. Die ist irrsinnig klasse. Ich könnte jetzt einfach hoch und runter rodeln. Das sind tausend Sachen, die er kann und die er auch wirklich bis ins Detail in seiner Beschreibung eingeschrieben hat. Also wirklich extrem klasse. Ja, wie gesagt, der Steyr kostet 69.500 Euro, 25 Euro pro Tag, hat ungefähr 114 PS. Also er ist nicht der stärkste, aber für kleine Arbeiten super, super geeignet. Ja, wie man auch sieht, mit Farbwahl. Ich habe jetzt mal einen gekauft, hier in so einem Blauton. Denke mal, den gucken wir uns jetzt als erstes an. Da ist der. Da ist das gute Stück schon. Ja, wie gesagt, Texturen. Ja, extrem klasse gemacht. Aber wie gesagt, was die Texturen angeht, dieses Gerät knallt einfach durch seine Funktion so enorm raus. Wir steigen mal ein, wie wir jetzt oben schon an der Steuerung sehen. Man kann da ernsthaft extrem viel einstellen. Also, wir haben die Numpad-Taste 4. Das ist für den Frontlader an- und zuschalten. An- und zuschalten ist auch gut. An- und ausschalten. Das heißt, wir können ihn einmal mit, einmal ohne betreiben. Dann haben wir auf der, und das finde ich richtig geil, weil das macht dann extrem viel Spaß, es so zu arbeiten, ist der Frostschutzrahmen, der sich der Farbe, in der man ihn kauft, anpasst. Also der Überrollkäfig ist extremst geil gelungen. Also wirklich super, super geiles Teil. Ja, das ist geil. Also der wird auf jeden Fall bei mir seinen Stammplatz bekommen, dieser Traktor. Das ist einfach herrlich, richtig herrlich. Ja, wie gesagt, dann haben wir den Forstschutzaufsatz. Dann haben wir noch die Kotflügel, die können wir ein- und ausblenden. Ne? Hier vorne einfach. Dann können wir die Fronthydraulik anmontieren. Also wer sie nicht braucht, zack, einfach weg. Und die Sache ist geritzt. Ansonsten ganz normal das übliche Blinker links, Blinker rechts, Warnblinkanlage. Ja, die Rundumleuchten sind auch komplett da. Er hatte geschrieben, irgendwie gibt es jetzt auch eine Innenraumbeleuchtung. Da, wenn man das Licht anmacht, das ist auch extrem cool. Ja, da können wir übersehen, an- und ausschalten. Ganz normal, sobald man halt außen das Licht anmacht, auch von innen die Spiegel astrein verbaut. Ja, er hat schon geschrieben, dass er für die nächsten Versionen dann an der Innenraumausstattung arbeiten wird. Das heißt, er wird hier bei den Konsolen gucken, dass das etwas hochauflösender wird, denn die sind ja leider nun mal etwas verpixelt, auch bei den meisten Standard-Traktoren. Ja, da ist noch Platz für Feuerlöscher. Vielleicht kommt da mal irgendwann einer rein. So, wenn man den Forstbügel irgendwie aufschaltet, das wäre ja mal eine coole Idee. Der Tacho, der ist schon erneuert, also auch der funktioniert astrein. Das Fahrverhalten, Leute, richtig schön. Der fährt sich so sauber und ordentlich. Huch, ja, das ist auch noch eine Funktion. Ich sehe es gerade, wo wir hier, wo ich gerade wieder in die Außenperspektive wollte. Dieser Traktor hat eine zusätzliche Kameraoption. Ich hoffe jetzt, oder ich kaufe jetzt einfach mal von Stoll so einen Frontladeraufsatz. Dann hauen wir den mal da ran. Nehmen wir hier einfach mal eine normale hier, so eine Universalschaufel. So. Testen wir die auch mal eben damit. So, dann wollen wir mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Frontaufsatz hier funktioniert. Ja, perfekt. Ja, astrein. So, das Aufsitzen auch hier. Richtig schön. Auch, dass der nicht mehr ganz so glänzt. Man sieht es jetzt hier an der Gabel vorne, die glänzt ja extrem. Und man sieht dann den Übergang zum Traktor, der ist etwas matter. Finde ich persönlich sogar etwas schöner als dieses übertriebene Glänzen.
Dann hat er wohl auch das Partikelsystem hier abgeändert. Das heißt, wenn man hier mal ordentlich Gas gibt, da kommt ordentlich Dreck raus. So, jetzt hauen wir mal uns noch die Schaufel da vorne dran. Und dann gucken wir mal, wie sich das mit dieser... Ups. So natürlich nicht. So, mit dieser Kameraposition. Also wie gesagt, wir haben hier ganz normal die Innenkameraperspektive. Und dann gibt es jetzt halt diese Perspektive, die dann fürs... Also das ist echt klasse. Man kann dann halt mit nach oben gucken und gucken, wo man hinkippt. Also das ist wirklich toll gemacht. Riesen Lob an diesen super tollen Mod. Also wie gesagt, bei mir wird er definitiv ins private Spiel kommen und auch auf den Server. Denn er hat es allemal verdient. Klasse Teil. Wie gesagt, bedankt euch bei dem Modder. Der Link zum Mod, den findet ihr in der Beschreibung. Ladet ihn euch runter. Ihr werdet, glaube ich, riesig viel Spaß mit diesem Traktor haben. Also wie gesagt, ich werde ihn auf jeden Fall für den Forst benutzen. Alleine schon wegen diesem Forstschutzbügel ist einfach geil. Ja, nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Modvorstellung wieder hier auf dem Jägerhof.